Mist, wir können nichts machen. So was Doofes. So was Doofes. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen in diese jugendlichere Phase. Wir gehen aber mal... Wir gehen chronologisch durch. Ich habe das Gefühl, wir werden eh überall rausgeschmissen. Dim, dim. Ach so. Okay. Das Buch. Warum wirst du kein Pilot? Und sie ist nur eine imaginäre Freundin. Dafür ist sie aber ehrlich gesagt relativ aktiv. Und das Bild? Guter Versuch, aber ich glaube nicht, dass das Poster so aussah. Du siehst ein bisschen verdreht aus übrigens. Oh. Versuch du dich mal da rein zu quetschen und genauso auszusehen. Alles klar, da haben wir es wieder. Wir müssen alle Erinnerungen durchgehen. Hey, schau mal. Also, das Papierflieger-Ding war mega uncool. Aber was meintest du, als du sagst, dass du nicht weißt, wo Eva ist? Ich habe doch die Beweise gesehen. Du warst diejenige, die sie weggesperrt hat. Nein. Alles, was ich gemacht habe, war die Kommunikationschannel zu blocken und ihr ein bisschen Angst zu machen. Ich weiß nicht, wo sie danach hin ist. Um genau zu sein, war sie weg, nachdem du wieder da warst. Hä? Sie ist verschwunden? Du meinst, sie hat sich ausgelockt? Ja, sie ist nicht länger hier. Und wenn du jetzt nicht auch abhaust? Naja, dann werde ich... Du weißt schon, ich werde dafür sorgen, dass du abhaust. Was? Warte, wie kommst du an ein Privatprogramm ran? Das habe ich doch gar nicht gefragt. Okay. WASD und Shoot. Ich habe gerade geblockt. Verdammt. Hey, ich konnte gar nichts machen. Ich konnte nichts machen. Ich habe gedrückt, aber ich war sofort weg. Na toll. Das hilft ja viel. Was ist das hier noch? Hat sich Eva wirklich ausgeloggt? Soll ich vielleicht auch ausloggen? Warte. Aber wenn ich hier auch nicht bin, könnte Faye vielleicht unseren Fortschritt sabotieren. Ah, also wir halten sie auf jeden Fall noch ein bisschen beschäftigt. Okay. Wir loggen jetzt da ein. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht wieder irgendein unspielbares Spiel oder unschaffbares Spiel. Ja, das war ein bisschen doof gerade. So, wir sind wieder am Spielplatz und da drüben war der... Ich erinnere mich dran, da drüben war noch der Hibiskus. Und da war diese Gestalt, die wir vorher nicht identifizieren konnten. Da ist sie jetzt nämlich. Und die Gestalt dreht sich in unsere Richtung. Und er konnte die Gestalt aber auch sehen. Das warst du, die hier vorbeigegangen ist, oder? Das geht dich nichts mehr an. Natürlich, das kennen wir schon. Kennen wir schon. Sieh mal, wir haben nicht so viel Zeit. Wenn Collins Wunsch erfüllt werden soll, müssen wir zusammenarbeiten. Verstehst du es immer noch nicht? Collins Wunsch ist nicht länger etwas, was ihr ihm gewähren könnt. Sein Wunsch jetzt ist, dass ihr abhaut. Oh. Was hast du getan? Was? Ich habe gar nichts getan. Außer... Eva? Hey, das war nicht mehr so schlimm. Warte mal eine Minute. Ah, schön. Ein Weihnachtswunder. Jetzt übertreib mal nicht. Okay, weiter geht's. Kommen wir wieder zum Papierfliegen. Das schon wieder. Ich lass dich nicht durch. So, alles klar. Ich mach hier den Dauershooter jetzt einfach. Nein!
Wer fliegt mitten rein? Ah, fuck. Die mit ihrem blöden Schutzschild. So, ab jetzt hat sie auch Schmerzen. Nein, fuck, 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 fuck. Boah, ist extrem schwer, eine Lücke zu finden. Nein, oh fuck. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die eiert auch so rum, so unberechenbar. Willst du mich verarschen? Oh, mein Arm tut langsam weh. Ja, 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 um Gottes Willen, ja. Oh, mein Leertastenarm. Habe ich jetzt von den Bizeps entwickelt. Hoi, ja, 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 Gott sei Dank. Bam. Rogue Activity no longer detected in this memory. Das heißt, wir müssen jetzt alle nochmal durchgehen? Oh nein. Das heißt, jetzt hier in die Overworld. Wir müssen jetzt alle Erinnerungen nochmal durchgehen und alle bereinigen. Oh, Junge. So, Eva, bist du hier irgendwo? Denied, okay. Wir haben noch die eine Erinnerung hier drüben. Traverse. My dear, Traverse, Traverse. Wir traversen mal rein. Oh, okay, das ist eine kurze Erinnerung. Jut. Na, guck mal, wer da sitzt. Hallo, meine Schöne. Also, wie hast du denn Ticket für diesen Sitz gekauft? Eigentlich war ich gar nicht hier in der richtigen Erinnerung. Krieg's mal auf Kette, Junge. Komm schon, du hast deinen Schnitt verloren. Oh, du bist sehr selbstbewusst vor jemandem, der gerade nur Glück hatte. Ja, aber es gibt noch Zeit. Arbeite mit uns und wir machen das Beste draus. Das Beste draus wäre, wenn ihr Colin alleine lassen würdet. Und ich bin diejenige, die es sicherstellt. Oh nein, nicht das Prügelspiel. Oh, war ja auch noch mein Leertastenarm wieder bluten. Habe ich diesmal eine Chance? Wer ist Defend? Muss warten, bis ich aufgeladen bin. Die hat viel mehr Power als ich. Gib mir Power! Bei mir ist es relativ knapp. Oh, ich verliere trotzdem Energie. Nein, ich bin trotzdem... Ah, das gibt's nicht. Ich wusste nicht, dass ich Energie verliere. Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Scheiße. Uncool. Ja, wir müssen das Szenario resetten. Aber ich kann über ihre ganzen Energiebälle gar nicht springen. Das geht gar nicht. Die macht zu viele. Ich muss blocken.
Boah, immer wenn ich gehe, kriege ich zwar Energie, aber sie trifft mich dafür. Ich muss das nochmal probieren, das gibt's gar nicht. Doofe Stelle. Wenn man keine Energie beim Blocken verlieren würde, das wäre wesentlich einfacher. So. No, which is why that's where it is. Okay. Und sie hat nur einmal was verloren. Siehst du, wenn ich springe, das bringt nichts. Vor allen Dingen, ich kann nur hochspringen, ich kann nicht seitwärts springen. Ja, das bringt nichts. Und vor allem, ich kann nicht schnell genug wieder hochspringen. Ich kann einfach nicht. Die Steuerung ist so kacke, dass ich einfach nicht früh genug springen kann. Oh, wir haben es geschafft. Huch. Ich habe keine Ahnung wie, aber okay. Boah, die Steuerung ist wirklich fürchterlich. Das Ding ist kein Beat'em-up. So. Okay, Rogue Activity no longer detected. Das haben wir auch geklärt. Booyah, Eva sollte mich jetzt sehen. Okay, das haben wir geschafft, aber wir haben noch die ganzen anderen Erinnerungen. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt rauskomme. So, ab in die Overworld. Wie kommen wir denn da jetzt raus? Oh, External Patch Installation. Ah, was zum... Bist du das, Eva? So, ich bin mir nicht sicher, was hier gerade passiert. Ich weiß auch nicht genau, was wir jetzt machen können. Denai, da kommen wir noch nicht wieder rein. Den haben wir geklärt. Was ist mit ihm hier? Mental Activity Detected. Das gab es hier vorher noch nicht. Also kommen wir jetzt quasi in die Haupterinnerung. Nee, wir sind noch nicht ganz im Zentrum. Das dürfte eigentlich noch nicht ganz das Zentrum sein. Hier kommen wir nicht raus, ne? Nein. Da auch nicht. Vielleicht draußen wieder. Denn, denn, denn. Eva. Eva, da bist du. Hey. Wo warst du? Ich habe dich überall gesucht. Hast du Faye hier gesehen? Hm, keine Sorge, ich habe mich um sie gekümmert. Schon? Was hast du gemacht? Oh, und sorry, dass hier so viel Müll rumliegt. Ich hätte es vielleicht aufräumen sollen. Hm, weißt du, ich habe nachgedacht. Wir sollten vielleicht einfach gehen. Warte. Was? Der Patient will uns auf jeden Fall nicht hier haben. Wir sollten seinen Wünschen entsprechen. Wovon redest du? Die Patienten wissen doch nicht immer, was sie wirklich wollen. Du, vor allen anderen, solltest es eigentlich wissen und achte mal drauf, was sie mit ihren Haaren macht. Wir wissen genau, wer das ist. Das ist nicht Eva. Warte mal. Oh. Es hat einfach keinen Zweck. Ich sollte es wissen. Du gehst einfach nicht. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich noch machen soll. Aber ich muss weitermachen. Auch wenn es dich nur aufhält. Okay, warte. Warte kurz, warte kurz. Da ist mit dem Warten dann nicht so gut geklappt. Ich wusste nicht, dass wir so angesogen werden. Und vor allen Dingen, wohin werden wir gesogen? Wow, die Wolken sind wirklich so weich, wie sie aussehen. Das... Nee, du bist weit genug gegangen. Aber hier... Hier wird dein Kreuzzug enden, dein Durchgehen, dein Eindringen. Was? Was? Was?
Tornado Punch, Armageddon Kick, Schuh. Ich dachte, ich probier's mal. Oh, fuck, das ist nicht so gut. Okay, Attack. Tornado Punch, Armageddon Kick. Boah, die macht viel mehr Damage. Ja, die macht viel mehr Damage. Boah. Weißt du, für einen imaginären Charakter sind deine Angriffe sehr vanilla. Was? Defend? Ah, sieh mal, wir müssen das nicht tun. Dann verteidige dich. Warum bist du immer noch hier? Oh. Rudok? Au, 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 au. Ich könnte wirklich Hilfe gebrauchen. Wir verteidigen uns trotzdem noch. Weil wir haben, auch mit dem Angriff haben wir keine Chance einfach. Weil es so süß ist. Was zum... Oh. Ach, wie süß, der hat den Schuh geholt. Rudok has joined the party. Okay. Rudok, Nose Laser, Rocket Dog, Kompliment. Ja, nice. Oh, sehr gut. Der kann uns healen. Question Rudok. Und noch ein kleines Kompliment, bitte. Nein, was? Ich wollte ihm was fragen. Verdammt. Nein, das war so doof. Ich hätte nicht an ihm zweifeln. Ich wollte gar nicht an ihm zweifeln. Oh oh. Zum Glück defende ich gerade. So, und jetzt greifen wir wieder mit dem Schuh an. So, zack, mit dem Schuh. Juhu! Oh, der Hund ist so süß! Der ist so süß! Der ganze Kampf ist so doof einfach, aber so gut. Okay, Rudok muss ein Kompliment machen. Give me Kompliment. Give me Kompliment. Bitte schnell. Ja, oh, ich fühle mich schon besser. Jetzt kommt ein Blitz, ich fühle mich wieder schlechter, ganz klar. Okay, Attack. Tornado Punch. Rudok macht noch ein Kompliment. Das ist dann aber doch recht einfach. Ich dachte, wir müssen den Schuh werfen, damit er uns wieder hilft. Okay, Armageddon Kick. Yeah! Rudok, Rocket Dog. Ach, krass. Wow, braver Hund, super Hund. Oh, oh. Ach, und die hauen ab, weil Rudok da ist. Juhu. Damit hätte sie nicht gerechnet. Rudok ist auf unserer Seite. Ich liebe Rudok. Rudok, the red-nosed reindeer. Schalalalalala. Und dann noch die rote Nase. Komm. Nasenlaser. Attacke. Ja. Noch rausgerettet. Gott sei Dank. Ich hab schon gedacht, das wär's gewesen. Das war ein Spaß. Da möchte man dran zweifeln. Ah, verdammt, Rudok ist noch da oben. Ich hab vergessen, ihm zu danken. Aber warum hat er mir geholfen? Sollten nicht eigentlich alle erfundenen Wesen gemeinsam für Collins Unterbewusstsein arbeiten? Vielleicht weiß Colin manchmal selber nicht, was er will. Aber was heißt das schon? Mit all dem, mit dem ihr ihn versuchen wolltet, ist doch keine Überraschung, dass er verloren ist. Das ist okay. Er weiß vielleicht nicht, was er will, aber ich weiß, was er braucht. Sieh mal. Du bist vielleicht ein Teil seines Bewusstseins, aber du sprichst nicht für sein gesamtes Wesen. Könnte es nur im Rahmen des Möglichen liegen, dass du vielleicht irgendwie Unrecht hast? Ich meine, ist jetzt nicht böse gemeint, aber du bist nicht viel mehr als eine unfertige Kopie von Collins Gedanken damals.
Um genau zu sein, ich bin nicht mal sicher, ob es überhaupt Sinn macht, mit dir zu reden. Denn immerhin bist du nur eine ätherische Figur seiner Imagination, die niemals wirklich existiert hat. Vielleicht stimmt das. Aber ändert das denn was daran? Denn immerhin willst du hier genau das Gleiche tun.